Und damit herzlich willkommen zur Endstatistik des ersten Stronghold Crusader KI-Turniers. Mittlerweile ist es ja vorbei, sowohl das Hauptturnier als auch das Hühnerfutterturnier. Und nun können wir auch wirklich mal hergehen und uns genauer anschauen, wie nun wirklich jedes Team in diesem Turnier performt hat. Sowohl bei den oberen vier Plätzen als auch bei den unteren, ohne die grobe Schätzung der unteren vier Plätze, wie es beim letzten Mal bei der Zwischenstatistik war. Und ja, ich möchte es euch nicht länger vorenthalten. Hier seht ihr nun die endgültige Statistik und einige Sachen fallen ein bisschen ins Auge. Zum einen natürlich so Sachen, die schon damals aufgefallen sind, wie dass Richard Kalif zwar erster Platz sind, aber trotzdem von ihrer KD her, also von den Kills und Toten her, ein bisschen schlechter abgeschlossen haben, auch als auch was Siege und Niederlagen angeht, als der zweite Platz Emir Abt. Was einfach daran liegt, dass Emir Abt halt wirklich die meisten eindeutigen Siege hatte, ne? Bis auf die Niederlage gegen Richard Kalif. Aber ja, es gibt noch einige andere interessante Sachen, die man jetzt hier sehen kann. Also grundsätzlich haben wir natürlich die genaue Aufteilung. Also erster Platz Richard Kalif, zweiter Platz Emir Abt, dritter Platz Wolf Ratte. Da haben wir ja dann doch spontan entschlossen, dass sie es ein bisschen mehr verdient hatten, auch wenn es sehr, sehr knapp war zwischen Wolf Ratte und Marsha Sheriff. Fünfter Platz Friedrich Sultan, sechster Platz Vasir Schlange, siebter Saladin Philipp und letzter Platz Schwein und Nizar. Und ja, aus den Statistiken lassen sich natürlich, wie gesagt, noch ein paar interessante Sachen rauslesen. Unter anderem, es gibt nur eine einzige KI, die am Ende mit 0 Kills davon gegangen ist. Weg vom Turnier. Und das ist Philipp. Ja? Sogar Sultan und Ratte haben es geschafft, einen Kill zu landen. Auch wenn Sultan wirklich absolut Last-Minute-Aktion war. Aber selbst Sultan und Ratte haben den Kill bekommen. Und Philipp ging leer aus. Das ist, wenn man sich dagegen anschaut, wie Saladin performt hat. Ich meine, Saladin ist drittstärkste KI, was die Kills angeht. Ja gut, okay, viertstärkste, stimmt. Ich habe jetzt den Ab nicht mehr dazu gezählt. Also top, was die Kills angeht, top ist Richard. Gefolgt von Abt und Friedrich, die teilen sich beide so den zweiten Platz. Und dann kommt schon Saladin. Also Saladin war schon ein richtiges Monster in diesem Turnier, wurde bloß durch Philipp gewaltig runtergezogen. Kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie das mit einem anderen Verbündeten ausgegangen wäre, aber ganz ehrlich, gleiches Problem haben wir auch bei Wolf Ratte eigentlich gehabt und gleiches Problem haben wir auch bei Friedrich Sultan und trotzdem hat es dann öfters mal hingehauen. Kann man sich jetzt überlegen, ob es jetzt unbedingt an Philipp lag oder daran, dass Saladin alleine ohne Philipp dann doch ein bisschen hilfloser ist als Friedrich und Wolf beispielsweise. Aber eigentlich ist Philipp ja nicht so schwach wie etwa die Ratte. Klar, von seinem reinen Angriffspotenzial, was die Lanzenträger angeht, ist er ein bisschen schwächer, aber er hat eben die Ritter, zumindest um noch effektiv mitzunerven. Ist ein Hin und Her, ein Für und Wider. Aber ja, hier seht ihr nun die endgültige Statistik. Insgesamt kann man noch hinzufügen, dass da gab es noch eine kleine Bonusstatistik dazu. Es gab insgesamt 36 Spiele und in diesen 36 Spielen wurden insgesamt 76 Kills vollführt, um es mal so auszudrücken. Und an dieser Stelle möchte ich mich übrigens mal bedanken. Wollte ich letztes Mal schon machen, habe es vergessen, jetzt kommt es mal wirklich auch in Videoform und nicht nur in der Beschreibung. Und zwar erst einmal vielen Dank an Hans Horst Joachim, der die Statistik erstellt hat. Und natürlich auch vielen Dank an Hacksülze, der die Thumbnails für die ganzen Turnierspiele erstellt hat. Also hier das schöne Thumbnail, was ihr immer gesehen habt mit den gesamten Teams, die sich da so aufgestellt hatten, das ist von Hacksülze. Alles klar, dann wäre das soweit draußen. Ihr könnt noch ein bisschen die Statistik bewundern, sagen wir es mal so. Sind wirklich, wie gesagt, einige interessante Ergebnisse, die da so rausgekommen sind. Vor allem, was auch sehr, sehr interessant ist, muss man ja wirklich sagen, das ist mir halt wirklich aufgefallen, das Hühnerfutterturnier, weil ich jetzt auch die technischen KOs sehe. Das Hühnerfutterturnier, klar war es längst nicht so lang wie das Hauptturnier, aber es lief alles sehr glatt. Es gab keine Spiele, die sich übertrieben lang gezogen haben. Es gab keine Spiele, die durch ein technisches K.O. entschieden werden mussten. Es gab keine Spiele, die wirklich noch richtig lang verschoben werden mussten. Wie die, wo ja Sheriff ewig lang gegen Wolf gekämpft hat. Also beim Hühnerfutterturnier, das lief tatsächlich überraschend problemlos im Vergleich zum Hauptturnier. Und das, obwohl Schwein Nizar dabei sind. Das hat mich ja eigentlich einige Nervenzellen gekostet, schon bei der Vorbereitung, also bei den Gedanken dazu. Aber das lief dann doch relativ reibungslos. Aber gut, das war's zum ersten Stronghold Crusader KI-Turnier, auch mit der Endstatistik. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Nun, wir haben noch zwei Freundschaftsspiele vor uns. Die werden jetzt nicht mit in die Statistik rein, das ist einfach nur so aus Spaß. Und zwar wollen wir ja die beiden Gewinner des
Hühnerfutter Cups gegen die beiden Gewinner des Hauptturniers kämpfen lassen, die noch nicht gegeneinander angetreten sind. Was bedeutet Friedrich und Sultan gegen Richard Kalif und Vasir Schlange gegen Emir Abt? Könnten zwei sehr interessante Spiele werden. Auch wenn erster, zweiter gegen fünfter, sechster Platz antritt, finde ich, dass das Konstellationen sind, bei denen beide Teams gute Chancen haben. Ich habe es noch nicht großartig probiert, ich muss noch alles ein bisschen vorbereiten dafür, aber das gibt's wahrscheinlich nächste und übernächste Woche, diese Freundschaftsspiele. Wie geht's dann noch weiter? Mit Turnieren erstmal wahrscheinlich nichts, es sei denn, ich bin ja am Überlegen, ein bisschen darum zu probieren, was die Zukunft angeht für dieses Turnier, bei dem die KIs in Linie stehen, also es einen Tank gibt und einen, der hinten geschützt ist. Vielleicht probiere ich ein bisschen damit rum, vielleicht werde ich sogar irgendwann mal auf YouTube den einen oder anderen Livestream machen und mit euch zusammen da ein bisschen darum testen und probieren. Vielleicht so gegen Ende dieses Jahres. Aber erstmal steht an die Freundschaftsspiele, dann mache ich vielleicht das ein oder andere Tippvideo noch und dann möchte ich mir mal Stronghold Europe anschauen, habe ich auch schon mal erwähnt gehabt. Und ansonsten, was Turnier angeht, schauen wir mal, was die Zukunft sagt. Wie gesagt, vielleicht gegen Ende des Jahres mache ich vielleicht noch ein paar Livestreams so in der Richtung. Dann wahrscheinlich auch auf YouTube, dass ein paar mehr von euch mir zuschauen können. Um mal zu überlegen, wie wir das in Zukunft mit den KI-Turnieren machen können. Und was die Zukunft der KI-Turniere an sich sagt. Nun, vieles hängt auch davon ab, wie Stronghold Warlords wird, was ja erst im Januar nächsten Jahres kommt. Aber ich würde mal sagen, die alten Stronghold Crusader KI-Kämpfe werden trotzdem nicht wirklich aussterben. Selbst wenn Stronghold Warlords ein übertriebener Kracher wird. Ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, aber nehmen wir mal an, es wird ein mega Kracher und die Leute spielen nichts anderes mehr. Ich würde wahrscheinlich trotzdem noch hier und da Stronghold Crusader 1 KI-Kämpfe machen. Aber ja, wann es damit weitergeht, beziehungsweise erstmal KI-Kämpfe wird es weiterhin geben, ja. Wie es mit dem KI-Turnier aussieht, wird sich zeigen. Wird sich zeigen, würde ich sagen. Wird nächstes Jahr zeigen, wird die Zukunft zeigen. So ganz grob, würde ich mal sagen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zu den zwei Freundschaftsspielen. Bis zu weiteren Stronghold Crusader Videos. Bis zu Stronghold Warlords. Bis zu Stronghold Europe. Was auch immer ihr mit Stronghold sehen wollt. In Zukunft gibt es da bestimmt noch so einiges zu sehen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.